Hallo und herzlich willkommen aus Wien und aus Berlin von eurem Team der Goldinvest. Was ist heute unser Thema? Natürlich der BRICS-Gipfel von Ende August 2023 in Südafrika. Das wesentlichste Ergebnis, was dort erzielt worden ist, ja, wir arbeiten weiter an einer eigenen Handelswährung für die BRICS-Staaten und entwickeln das so weit, bis wir es umsetzen können. Es wurde ganz klar und deutlich gesagt, wir wollen die Abkehr vom US-Dollar als Handelswährung für Rohstoffe und für alle möglichen anderen Waren, weil wir sehen damit zu viele Probleme. Das erste Problem ist, dass man natürlich die US-Inflation und damit die Abwertung des Dollars in die eigenen Bücher nimmt und importiert. Das zweite große Thema ist, das wurde auch ganz klar und deutlich gesagt, man möchte US-Sanktionen über den Dollar, die ja zuletzt bis hin zur Enteignung der US-Dollar-Staatsfinanzreserven bestimmter Länder geführt hat. Das zweite große Thema, was dort erzielt worden ist, nachdem es ausgiebig beraten wurde, ist die Neuaufnahme von 6 Ländern in die BRICS zum 01.01.2024. Und das hat es in sich. Denn dazu gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, der Iran, Äthiopien, Ägypten und Argentinien. Weiterhin muss man dazu sagen, dass jetzt die nunmehr 11 BRICS-Staaten gut die Hälfte der Weltbevölkerung in einem Handelsbündnis verkörpern, mehr als die Hälfte der Zukunftsrohstoffe innehaben und derzeit zwischen 37% und 40% des Weltbruttoinlandsproduktes darstellen. Sie haben damit auf allen Ebenen die G7-Staaten, also die westlichen Industrienationen, deutlich überholt. Und das ist schon eine Handelsmacht. Schaut man sich einmal an, welche Staaten unter den weiteren 35 Antragsländern sind, die ebenfalls in die BRICS wollen, dann ist das hochinteressant. Denn darunter ist das NATO-Mitglied Türkei und darunter ist auch das USA-Nachbarland Mexiko. Also, da ist ordentlich Dampf im Kessel. Es ist bekannt, es ist kein Geheimnis, dass die USA mit intensivster Reisediplomatie im Moment dabei sind, ihre Interessenssphären zu verteidigen. Was gibt es dazu noch zu sagen? Wir alle hoffen natürlich, dass diese Entwicklung friedlich bleibt und was mich dabei sehr optimistisch stimmt, schon bei den jetzigen, dann ab 01.01.2024, 11 Mitgliedstaaten der BRICS sind unterschiedlichste Staatsformen, kulturelle Hintergründe und Religionen vereint, die einfach friedlich miteinander handeln und unabhängig davon sein wollen, dass eine Großmacht ihre Geschicke auf Dauer steuert oder beeinflusst. Es bleibt also spannend auf diesem Feld. Wichtig dazu ist auch zu sagen, der nächste BRICS-Gipfel in 2024 findet in Russland statt. 137 Länder dieser Erde unterstützen oder setzen die Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Situation nicht um. Das heißt, sie betrachten diesen Konflikt als eine Sache, die sie nicht unmittelbar tangiert und sie sich dort weitestgehend neutral verhalten. Ja,
So viel war es heute dann zum Thema BRICS-Gipfel. Was geschieht beim Gold und Silber? Es bewegt sich im Moment in einer Schiebephase. Beim Gold zwischen 1900 und 1980 US-Dollar als Spotpreis an der Rohstoffbörse. Beim Silber zwischen 22,50 Dollar bis in den letzten Tagen mal hoch bis auf 24,70 Dollar. Also, Silber und Gold haben ihre Kursgewinne der letzten zwei Jahre nicht deutlich abgegeben. So wie bestimmte Tiefstände erreicht werden, treten neue Händler in den Markt, die Limit Orders platziert haben und sich eindecken. Zudem beobachten wir weiterhin kontinuierliche Nachkäufe der Zentralbanken, die ihre Goldbestände zulasten von US-Staatsanleihen umschichten. Das ist eine interessante Entwicklung. Jeder möchte natürlich darauf vorbereitet sein, wenn es mal eine goldgedeckte Handelswährung für über 50% der Weltbevölkerung gibt, dass er dann nicht dem sich verteuernden Edelmetall hinterherlaufen muss. Dass euch das nicht passiert, davor könnt ihr euch bewahren. Deckt euch vernünftig ein. Wir haben in allen Stückelungen Silber und Gold vorhanden. Beratung ist Vertrauenssache. Wir freuen uns auf uns. Empfehlt uns kräftig weiter und folgt uns auf den Social Medias, wo ihr dieses Video auch gefunden habt. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Bleibt schön gesund und viele Grüße aus Berlin und Wien.